Guten Abend. Das ist doch wieder mal typisch, typisch. Und zwar, das ist mir ein Nachtrag wert. IQ ist nichts, Unbildung alles. Die Ungebildeten haben natürlich Angst vor der Wahrheit. Die haben Angst davor, dass sie sich blamieren, wenn der andere plötzlich bessere Argumente hat, wenn er sie widerlegen kann mit zwei, drei Worten, mit einer Geste, mit Kleinigkeiten schon. Und so muss das natürlich passieren, nachdem der Prozess gegen, ich verehre ihn sehr, Suchet Bhakti, den Professor, nachdem der Prozess in die Hose gegangen ist, so musste natürlich passieren, dass man irgendwie versucht, dem Mann noch irgendwie hinten reinzutreten. Das YouTube-Konto, was mit Professor Bhakti zusammenhängt, ist geschlossen. Ich habe es gemerkt, ich habe es gesehen. Es geht um den Verein MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. Ja, die hatten einen YouTube-Kanal und der hatte schließlich 88.000 Abonnenten. Ich verfolge den mit, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, PipeTube, ach, egal. Jedenfalls, sodass ich nicht andauernd Werbung auf mein Handy eingeblendet bekomme. Und staune, nichts Neues, nee, nichts Neues, doch, was Neues, Konto geschlossen. This account has been terminated for a violation of YouTube's Terms of Service. Also praktisch gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und damit macht man eiskalt zu. Ganz einfach. Der MWGFD berichtet auch darüber, aber das soll jetzt mal gar nicht das Gefährliche sein. Die schreiben jetzt, und das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, es gibt einen Weg, das anders und besser zu machen. Nach Zensurtube folge uns auf Rumble oder Odyssey. Ja, kann man machen. Ja, wie das geht, anklicken, kommen wir auf diese Seite. Und da wird dann wieder gezeigt und so weiter und so fort. Ich sage bloß einfach, die haben Schiss. Die haben einen ganz großen Schiss vor der Wahrheit. Und was machen solche Leute gerne? Einfach jemanden niederschreien und überschreien, lauter schreien und so weiter. Ekelhaft, einfach widerlich. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf diesen Link auf der MWGFD-Seite ist, am besten ich werde die Seite unten in der Beschreibung mit verlinken, dann kann man sehen, ja, woran merkt man, dass die Aufklärung Früchte trägt? Ganz einfach. Daran merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Selbst aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen, sagte Johann Wolfgang von Goethe. Ich sage immer gerne, und schickt mir das Schicksal einen Haufen Scheiße, dann werde ich damit düngen. So, und wie komme ich jetzt an solche entsprechenden Videos ran? Wenn mich zum Beispiel dieses Thema hier interessiert und ich gehe auf den Link, da muss ich nicht auf Rumble gehen, um das Video zu sehen. Achtung, dauert ein bisschen. Wahrscheinlich, weil es endlich mal regnet, ist das Internet langsam geworden. Ah, na los, nun komm. Na, geht nicht. Ich habe die Seite schon mal vorher aufgerufen. Da ist ein Link. Einfach mal ein bisschen lesen. Am Handy ist es ein bisschen schwerer, weiß ich. Ja, und dann... Ach, nun komm, bitte. Nochmal. Und dann kommt... Ist ja furchtbar. Ich mache mal kurz Pause, bis sich das Ding aufgerufen hat. So, weiter geht's. Die Seite hat sich aufgerufen. Dann kommt man auf diese Seite. Und jetzt muss man ein bisschen gucken. Wenn man sagt, wie komme ich dann ran? Ja, da muss man ein bisschen nach unten scrollen. Entweder man klickt hier drauf, aber ich glaube, dann kommt man zu YouTube. Viel besser ist zu gucken. Und dann steht ein Link, der heißt, der fängt an mit HTTPS, rumble.com. Und dann ist hier dieses Video. Und wenn man darauf klickt, kommt man auf das. Ich will jetzt nicht nochmal warten müssen. Und dann kann man auch die ganze Sache entsprechend angucken. Ohne, dass man extra Mitglied von Rumble oder sonst was wird. Die haben jetzt erst 3.900 Followers, naja gut, macht auch nichts, in dem Fall nicht schlimm. Vielleicht haben sie ja die Möglichkeit oder die Lust, sich da einzuloggen. Aber wenn das nicht funktionieren sollte, dann wie gesagt, immer auf solche Links gucken und dann findet man es. Wenn man zum Beispiel auf YouTube den Link klickt, dann ist natürlich nichts mehr. Gucken wir mal, zack, Video nicht verfügbar. So geht man eben mit uns um. So, jetzt nicht meckern, sondern ganz einfach, nehmen Sie das einfach als Information. Gehen Sie uns einfach bei, meine Damen und Herren. Erwerben Sie auf diese Art und Weise Wissen, denn dieser Verein, der bringt immer die neuesten Erkenntnisse und unser verehrter Suchet Bhakti, der ist da ja ganz groß drin, solche Dinge, die alle jetzt passiert sind, schon vorher zu wissen. Klar, wenn man Wissen hat, dann kann man bestimmte Dinge sogar vorhersagen. Dann hat man nämlich genug zum Kombinieren, wenn Neuigkeiten auftreten. Deswegen sage ich immer, erwerbt Wissen oder Bildung hilft oder was auch immer. Also jetzt nicht rummeckern, ja, die Schulbildung, ja, weiß ich. Gut.
Bis zum nächsten Video. Hoffen wir, dass es mal wieder gute Nachrichten gibt. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Aber was heißt warten? Tun wir was? Ich sage einfach, macht was, aber macht's gut. Und ich erinnere an Info-K, das werde ich auch unten verlinken. Also ran. Alles Gute. Bis später.